Meint also, ich bin jetzt angekommen in Graz, Österreich. Ja, ich bin keine 5 Minuten aus dem Zug raus und ich habe mich verlaufen. Perfekt, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Moin Leute, es geht los. Ich fahre jetzt in den Urlaub und da mache ich halt einen Reisevlog und deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach mit, weil ich habe schon echt lange keinen Vlog mehr gemacht und dann dachte ich einfach, ich nehme euch mal mit, ne? Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Mutter, die wird mich jetzt abholen und dann fahre ich halt mit ihr zum Bahnhof und vom Bahnhof aus fahre ich darüber und so weiter. Ich werde euch noch mehr Einzelheiten geben, wenn ich im Auto bin und alles weiter. Bis gleich, Leute. So, meine Leute, da sitzen wir im Auto mit meiner Mutter. Kasagallü. Ja, es ist halt ein bisschen eskaliert. Ich hatte mich ein bisschen verschätzt mit der Ankunft und alles weiteres, mit der Hotelzimmer und alles weiteres. Dank meiner liebenvollen Mutter. Sag nochmal Hallo. Nö. Hallo. Haben wir das jetzt alles geregelt? Hoffentlich wird das jetzt auch ganz gut klappen. Ich bin jetzt gerade mal. Okay, ich bin nicht mal in Marburg. Wir sind gerade auf die Reise nach Marburg, dass ich halt davon aus in den Zug steige und dann Richtung Frankfurt fahre und von Frankfurt aus Richtung Graz. Das wird jetzt mein Ankunftsziel sein. Also Richtung Österreich fahre ich jetzt. Und da habe ich mir einfach gedacht, da nehme ich euch gerne mal mit auf den Vlog. Da kann auch gerne meine Mutter schauen, wie sehr Spaß gehabt hatte, wenn sie sich das Video anschaut. Sie lächelt jetzt gerade, jetzt noch mehr und noch mehr, ja. Und ja, ich glaube, ich werde dann erstmal ab hier einen Cut machen und dann sehen wir uns dann einfach bei Marburg, also Marburg an der Lahn wieder. Dort will ich dann bei den Gleisen stehen und Leute zusammenschlagen. Oder irgendwas ähnliches. Bis gleich, Leute. Leute, jetzt stehen wir halt an den Gleisen. Leute, ich bin so aufgeregt. Das ist jetzt meine allererste Reise ins Ausland. Also halt alleine, nicht dann mit der Familie. Das geht doch nicht! Nicht mit dieser Frau hier. Und ich freue mich halt, weil ich kann mal Sachen alleine machen, ohne dass mir jemand am Arsch hängt und sagt, komm mit, wir machen jetzt dies und das, Ananas. Und ja, hoffe ich jetzt am meisten, dass ich ganz gut ankommen werde. Ich bin jetzt halt beim Marburg Hauptbahnhof, also Marburg Lahn Hauptbahnhof. Und ja, jetzt warte ich heute auf den Zug. Der kommt erst ungefähr in. Muss ich gerade mal nachschauen, Leute, wartet. Der kommt ungefähr in 11 Minuten, deswegen ist das nicht lange gewartet. Und ich glaube, im Zug, wenn ich den Zug besitze, werde ich noch mehr Einzelheiten sagen. Na, bis gleich, Leute. Moin, Leute, ich bin jetzt im Zug Richtung München. Ja, München. Und ja. Das sieht eigentlich relativ so aus, weil ich kann euch gar nicht zeigen, es ist dunkel draußen. Ich hätte euch gern was gezeigt, aber es geht doch nicht. Es ist halt alles großartig dunkel. Ja, das ist die, meine Ankunftszeit wird da jetzt um 23 Uhr sein. Wir haben gerade mal 20.39 Uhr. Das wird spaßig, Leute. Und ja, ich halte euch einfach auf dem Laufenden, wenn ich in München ankomme. Keine Ahnung, wahrscheinlich so den allerechten Lewandowski oder so. Wahrscheinlich. Bis gleich, Leute. Ich weiß nicht, wie oft ich schon meine Hackfresse. Was ich den ganzen Cuts jetzt gesehen habt. Auf jeden Fall bin ich jetzt in Salzburg angekommen. Das ist eigentlich relativ voll chillig hier. Und die Plätze hier, Leute. Ja, ist auch voll. Das ist richtig geile Plätze. Also, fällt mir noch so ein Kopf. Also, würde ich so ein Kino sein? Okay, das ist irgendwie so ein Tablett, da kann man, glaube ich, essen. Ja, sonst ist es eigentlich ein richtig geiles Ding eigentlich. Es ist generell schon ein geiles Ding. Hier ist auch eine Steckdose gleich. Ah, das ist ein bisschen weiter her. Das müsste ich gucken, wie ich das dann sonst mache. Trotzdem, ich bin halt angekommen. Das ist jetzt eine 4-stündige Zugfahrt nach Graz. Also der Zug fährt noch nicht mal los. Der Zug fährt ist in 20 Minuten. Ich glaube, ich werde bis da noch ein bisschen schlafen oder pennen oder was auch immer. Und ja, da halte ich euch jetzt auf dem Laufenden, wenn ich jetzt wirklich in Graz ankomme. Macht's gut, Leute. Moin, Leute, ich bin jetzt in Bayern, also München angekommen. Ja, ich
habe in der letzten Sekunde gerade so meinen Zug verpasst. Ja, ich sitze hier schon seit 2 Stunden. Ich bin ein bisschen auf der Reise. Was mich eigentlich echt fasziniert, Bayern ist eigentlich relativ voll schön. Ich glaube, mich vielleicht nicht aber Bayern. Entschuldigung, wenn das gerade ein bisschen zu laut wird, Leute. Das ist halt wegen des Ding. Aber Bayern ist relativ voll schön hier unterwegs zu gehen. Mitten in der Nacht. Es haben halt viele Geschäfte zu und es ist gerade auch Oktoberfest. Ich habe halt auch erfahren, dass es das morgen endet wieder. Und da dachte ich mir einfach, ja, ist eigentlich voll relativ chillig hier. Es ist leider 2 Uhr morgen, oder? Ja, kurz. 2 Minuten vor 2 Uhr morgens, Leute. Ja, ich gehe halt wieder zurück zum Bahnhof. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, großartig. Ich habe Angst, dass ich mich zu weit distanziere vom Bahnhof und dann nicht mehr zurückfinde. Deswegen muss ich leider zurückgehen. Und ja, erstmal chillen, ein bisschen gechillt. Ich versuche irgendwie noch ein Geschäft zu finden, dort, wo ich drin vielleicht noch ein bisschen chillen könnte. Und ja, Leute. Ach, da weiß ich halt nicht mehr, was ich da machen sollte. Also mein Zug kommt erst um 5 Uhr, beziehungsweise 6 Uhr morgens. Also ich bin gerade so ein Adrenalin voll, Leute. Da weiß ich nicht, was ich großartig machen sollte. Mein Kater will, dass sie bitte schnell die Scheißzeichen raus, die beispielsweise ich die Scheiße gerade hier mache. Und ja, ich halte euch einfach auf dem Laufenden, wenn es weitergeht, Leute. Ungefähr Dentist, Polizei, Krankenwagen, einfach alles Mögliche. Und davor habe ich eben so Schiss, dass sie mich am Ende mich verhaften, weil ich Ausländer bin. Wahrscheinlich. Ja, Leute. Und dann sehen wir uns einfach. Ich habe keine Ahnung, wir sehen uns einfach wieder, wenn ich einfach die Kamera in die Hand halte und dann wieder rede. Mach's gut, Leute. Moin, Leute. Es ist gerade mal 7 Uhr morgens. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt die ordentliche Zugfahrt. Ja, ich habe gerade ein bisschen geschlafen. Ich glaube, ich werde auch gleich ein bisschen weiter schlafen. Ich habe noch so eine halbe Stunde, bevor der Zug anhält und uns mich rausschmeißt wahrscheinlich oder so. Ich sollte mal auch die Cola da wegpacken, weil ich habe da eine schöne Cola hinstehen und so alles weiteres. Das sollte ich mal eventuell wegpacken, bevor irgendwas in den Rücken kommt und das wegfliegt. Ja. Ach, Leute, ich bin endlich mal fast da, weil ich fahre jetzt Richtung Salzburg. Ich habe keine Ahnung, ob Salzburg überhaupt in Deutschland oder in Österreich liegt. Ich bin so hardcore lost, Leute. Und ja. Leute, ihr wisst nicht, wie müde ich gerade bin. Ich saß gerade von 12 bis 5 Uhr morgens da. Oh ja, und hab dann gesessen. Ja, ich gebe euch einfach einen späteren Bericht, wenn ich genau im Bus oder im Zug, ich weiß gar nicht mal, wo ich einsteigen soll. Entweder steige ich in den Bus gleich ein und fahre Richtung Graz oder steige einen Zug und dann fahre ich 4 Stunden. Ich glaube eher Bus, weil das würde mir Sinn machen mit 4 Stunden. Aber naja, das sehen wir ja dann. Dann sehen wir uns aber gleich wieder, Leute. Moin Leute, ich bin jetzt angekommen in Graz, Österreich. Ja, ich bin keine 5 Minuten aus dem Zug raus und ich habe mich verlaufen. Perfekt. Das geht doch nicht! Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo hier so eine Straße am Strengring, ach, keine Ahnung, wie die Straße heißt. Und ja, jetzt bin ich halt ein bisschen auf der Suche. Ich muss ja noch mal ein Hotel suchen. Das ist auch noch eine Sache, was es ja halt übelst abfuck ist. Ach, naja, ich finde alles, weil ich einfach der krasseste Babo auf der Welt bin. Ich habe auch schon gefunden, ja, was weiß ich denn, Alter. Ja. Also ich wollte halt nur Bescheid sagen, dass ich jetzt in Österreich ankomme, Leute. Ich werde jetzt erstmal mein Hotelzimmer. Keine Ahnung, was ich suchen werde. Ich hoffe, dass ich einfach mein Hotelzimmer finde und dann wird alles abklären. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder, Leute. Moin Leute, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Ja, ich bin im Hotel angekommen. Ich war eigentlich schon gestern da, nur ich war leider so mit, dass ich direkt ins Bett gegangen bin. Hab halt ein bisschen Fernsehen geschaut, wie gerade jetzt auch. Und dann bin ich eingeschlafen, Leute. Ich bin einfach komplett weg gewesen. Und ja, da gibt es, glaube ich, noch, also heute ist jetzt der nächste Tag, heute ist jetzt Montag, das ist jetzt der Tag nach Sonntag halt, wenn jeder weiß, wie es läuft.
Heute habe ich halt ein bisschen Bock gehabt, hier in die Stadt zu gehen. Da habe ich gedacht, da kann ich euch gerne mitnehmen. Und es läuft gerade im Off-Streif. Okay, blaue Lichtreport, aber es ist wie jeden Tag Streife und Bundes. Ja, wie hieß das denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es halt heute ein bisschen später weiter. Dann werde ich ab Dienstag und Mittwoch keinen Tag drehen. Donnerstag und Freitag vielleicht. Und Freitag und Samstag und Sonntag, also Samstag ist jetzt eine Anime-Con in Österreich. Da habe ich schon Bock, da was aufzunehmen, also da schon da zu sein und aufzunehmen. Und am Sonntag werde ich vielleicht auch noch bei der Anime-Con dabei sein. Das ist aber eine Sache, die ich noch nachschauen werde. Deswegen schalte ich jetzt einfach ab und dann sehen wir uns einfach in der Stadt wieder, Leute. Hi Leute, so bin ich in der Stadt. Ja. Ich bin schon seit einer Stunde eigentlich in der Stadt. Ich habe nur keinen perfekten Ort gefunden, wo ich mich gerade so ein bisschen ausreden kann. Ich habe auch schon ein paar paar Laden gefunden, wo ich reingehen konnte. Boah, es ist halt ein bisschen überteuert, aber was immer. Aber es ist halt ein Fernland und die Fernländer möchten ja auch Geld machen. Also ich dachte schon, dass hier ein Helikopter ist, so eine scheiß Lampe. Da war so auch so ein Geschäft, das waren halt da. Aber bitte die Schnauze, danke. Da war halt so ein Geschäft und da halt, wir kaufen halt Stifte und alles weiteres, also Malartikel und alles weiteres. Und da war so ein leeres Blatt, da war ein Schnitt draufgeschrieben, habe ich mir gedacht, nehme ich die Gelegenheit, schreibe ich mal so hin, abonniert Just Cola. Ja, Leute, es fängt gerade eben anzufangen zu regnen, was eigentlich nicht ziemlich geil ist. Wahrscheinlich, wenn ihr so gerade ein bisschen mehr rascheln hört oder so, es tut mir leid, ich nehme gerade die Autos gerade mit diesem Kopfhörer hier auf, also da ist hier so ein Ding. Und da kann ich halt auch damit reden, telefonieren und alles weiteres. Aber um ehrlich zu sagen, Graz ist echt eine schöne Stadt. Die Freundin von mir hat halt zu mir gesagt, apropos, die Freundin, die ich besuchen wollte, ist in der Videobeschreibung verlinkt, Leute, ihr könnt mal gern bei ihr einen Abo da lassen. Ja. Also sie hat zu mir gesagt, das ist so Kleinstadt, so wie Bienenkopf. Ich habe, wenn das mein Cut jetzt nicht vergisst, zeigt ihr jetzt ein Bild von Bienenkopf, also hier ein Bild von Bienenkopf und da ein Bild von Graz. Und das ist scheißdreck genauso groß. Ich bin gerade irgendwo oben bei einem Schlossallee oder so ähnlich. Ich habe mich komplett verlaufen. Ne, eigentlich nicht. Ich weiß, glaube ich, wo ich hin müsste. Wenn nicht, hier gibt es ja viele Menschen. Das ist ja auch das Gute. Und ja. Da hinten ist die Polizei. Ich bin verschwunden. Ich werd vermisst, also gehe ich mich mal anzeigen, ne? Ja, ich kann eigentlich großartig nichts dazu sagen. Ich werde jetzt halt noch ein bisschen in die Stadt rumlaufen, wenn ich perfekte Geschäfte sehe, so wie Mediamarkt, Saturn oder so, mache ich gerne die Kamera wieder an. Und wenn ich keine finde, sehen wir uns einfach im Hotel wieder, Zimmer wieder und das war's dann auch für diesen ersten Vlog. Dann kommt halt am Mittwoch und Donnerstag ein Vlog, also Dienstag wird es kein kommen. Mittwoch und Donnerstag war es. Dann kommt nochmal Freitag und Samstag. Also Samstag ist ja dieser, wie heißt das denn, dieser Anime, Ani, Animo, Ani, Amikon oder wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Und ja, ich glaube, da werde ich halt nächstes Mal wieder machen. Und ja, dann sage ich einfach bis gleich oder bis im Hotelzimmer, Leute. Mach's gut. Hey Leute, ich bin jetzt im Hotel wieder zurückgekommen. Es hat sich herausgestellt, dass der Mediamarkt, den ich besuchen wollte, 7 Kilometer entfernt von mir war. Wenn ich Auto gehabt hätte, wäre es natürlich einfacher gewesen, aber es war leider nicht so. Ich habe leider kein Auto, deswegen vielleicht irgendwann nächstes Mal oder so. Ja, ich bin halt zurück im Hotelzimmer gekommen und ich glaube, das war es auch für den allerersten, also für den Vlog für heute. Es kommt ja dann noch die anderen Tage, wie ich es gesagt habe. Und ja, das war's erstmal für den Vlog. Wenn es euch dann gefallen hat, dann lasst mir doch gerne hier drauf gerne ein Abo da. Abonniert den Channel, falls noch nicht gehandelt. Und lasst auch natürlich ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mal meine Freundin, die ist hier drin unten markiert, also in den Tabbox ist hier markiert. Und ja, da kann ich eigentlich nichts Gottes sagen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Leute. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ah!